Rudolf, was gibt's denn Schönes? Hallo Udo, hi. Darf ich dich stören jetzt? Ganz Mittags. kurz, ganz kurz. Was gibt's denn Schönes? Ganz kurz. Ja, ich habe jetzt gerade das neue Selbstgespräch angehört mit Reto. Es ist schon sehr beeindruckend, was du uns da alles einspielst und wissen lässt. Aber das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt der Grund, warum ich anrufe, sondern ich habe dir ja, glaube ich, schon vor einigen Tagen mitgeteilt, dass ich mir ein paar wichtige Fragen auf der Zunge brennen. Also, Frau. Und zwar, erstens geht es um meine Kinder. Ich weiß, dass die ja nur existieren, wenn ich an sie denke. Das ist sehr hartnäckig. Rudolf, es ist immer dasselbe, was ich sage. Du musst, der Sinn des Lebens ist, dass du das Programm von dem Rudolf durchschaust. Damit ist natürlich verbunden, dass Fragen in dem Rudolf auftauchen. Und was dir jetzt das bewusst machen will, dass da auch immer wieder einseitige Ziele angestrebt werden. Und du tust dich sehr leicht. Die Form von Liebe, wo ich dir versuche beizubringen, ist allumfassend. Und der Mensch glitscht immer wieder weg. Das heißt, auf der unteren Ebene, das ist mein Beispiel mit dem Kegel, solange du nur Kreis oder Dreieck sehen kannst, meinst du, du musst dich entscheiden zwischen die Rechten und die Linken. Und die Entscheidung ist nicht, wenn du ein Mischwesen magst, solange du noch in dieser unteren Welt der Projektionen der Schatten bist. Das habe ich schon mal gesagt. Wir können jetzt einen Kegel nehmen, das ist ein dreidimensionaler Gegenstand. Ja. Der kann als Schatten wie ein Kreis ausschauen und wie ein Dreieck. Er kann aber auch noch unendlich andere Schattenwürfe machen, die entweder mehr Kreis sind oder mehr Dreieck sind, wenn du das vorstellst. Ja. Das heißt jetzt die normale Politik in deiner Traumwelt, in dem Führerscheinprüfungsbogen, die immer die Mitte propagieren, die sind weder Fisch noch Fleisch. Die sind aber nicht der Kegel. Verstehst du, wenn du jetzt den Schatten drehst und du versuchst, eine Mischung zu machen, dann kriegst du einen Ja, Schatten, der weder ein Kreis noch ein Dreieck genau. ist. Der Kegel ist aber beides gleichzeitig und Genau. noch was anderes, weil es eine höhere Dimension ist. Das Wetter ist nicht Sonnenschein oder nicht Regen. Das Atmen ist nicht Einatmen oder Ausatmen, Ja. sondern das ist eine vollkommen neue Qualität. Und darum wiederhole ich das immer wieder. Du musst wissen, dass jede Frage, die in dem aufgrund des Rudolfs jetzt auftaucht in dir, wo der Rudolf jetzt die Logik vom Rudolf will, wieder mache ich es so oder mache ich es so. Ja. Und damit strebst du schon wieder Einseitigkeit an. Dir bleibt auf der unteren Ebene ja gar nichts anderes über. Und ich sage, du beobachtest jetzt einfach als Geist, ich will, dass du dich vollkommen löst von dem Rudolf und den Rudolf als ein Objekt in deinem Traum siehst, so wie du andere auch beobachtest. Ja, Verstehst du? Und du schon. schaust jetzt, wenn von dem Rudolf eine Entscheidung gefordert ist, dann Ja, hampelt er genau. hin und her, weil er will ja nichts verkehrt machen. Ja, Verstehst du? ja. Aber das ist jetzt das Problem, dass wenn ich, pass auf, ich mache ein Beispiel hier mit der Helga. Die Helga, die war jetzt eingeladen in Frankreich, die haben mir ja sogar ein Flugticket geschickt und da sagt sie, Ja. eigentlich ist ja das alles schon gesagt und ich weiß nicht. Und ich sage, pass auf, Helga, du trampelst jetzt rum und du schaust jetzt in dich rein und ich sage, in dem Videospiel des Lebens sind beide Möglichkeiten fertig, auf dem Konstruktprogramm. Wenn du jetzt ganz grob weißt, wie ein Videospiel abläuft, musst du wissen, dass ich immer wieder sage, alles, was prinzipiell auftauchen kann, Rudolf, ist auf der DVD schon drauf, sonst könntest du auf dem Bildschirm nicht in Erscheinung treten. Was Ja. letztendlich auftaucht, ist maßgeblich von dem Spieler abhängig. Verstehst du? Das heißt jetzt erst einmal, dass du letzten Endes mit deiner Reaktion bestimmst, was als nächstes kommt. Das habe ich jetzt, bleiben wir bei der Helga. Habe ich gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du sagst, eigentlich muss ich ja das nicht, das ist ja alles gesagt, Ja. ich bleibe zu Hause. Dann läuft dein Film ja weiter. Du kannst aber das Ticket nicht mehr jetzt zum Flughafen fahren, weil das ist bezahlt, du hast das Geschenk bekommen und nach Frankreich fliegen und dann wirst du was erleben. Ob du das jetzt erleben willst oder ob du sagst, das habe ich nicht mehr nötig. Du wirst das kriegen, was du letzten Endes magst. Und jetzt musst du dich fragen, warum mache ich das? Das ist die wichtigste Frage der Welt ist immer das Warum. Ja. Und du musst dir jetzt klar machen, dass wenn du was loshaben willst, weil es dich ankotzt, ich sage jetzt ganz, ganz Ja, allgemein, ja, dann ja. rate ich dir, mach es. Weil wenn du was ablehnst, wird diese Situation immer und immer wieder kommen, bis du einverstanden bist. Es geht um fordere dein Wille geschehe. Auf der anderen Seite darfst du durchaus Nein sagen,
wenn du die Sinnlosigkeit vom Wasser erkannt hast. Ich mache immer gern das Beispiel, wenn wir jetzt zusammensitzen und wir essen und ich biete dir danach meinetwegen ein Schnäpschen an und du sagst, nee, will ich nicht. Nicht, ja, weil verstehe. prinzipiell ich einen Schnaps will, sondern jetzt im Moment ist er nicht danach. Dass Ja. du sagst, ich trinke gerne mal einen Schnaps, aber momentan ist man nicht danach, dann lehnst du das, was ich dir anbiete, ja nicht ab, sondern die ist halt jetzt nicht danach. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, das ist schon klar. Wo ich bei Leuten immer sage, wenn die einen Job kündigen, schmeißt du den Job hin, weil er dich ankotzt? Oder sagst du, das ist jetzt durch, da gibt es nichts mehr zum Lernen? Ich habe jetzt den Mut, was Neues auszuprobieren. Ja. Und bei deinen Kindern, wenn du jetzt magst, da wird es sehr, sehr heikel, da kann man sehr, sehr viel Eben, lernen. das ist das. Das ist das Aber pass Problem. auf, Rudolf, ich mache mal, weil bei solchen privaten Fragen mische ich mich wirklich nicht ein. Aber ich kann dir Ja, jetzt das habe ich gleich schon sagen, verstanden. was im Walter ähnlich ist mit Mandoni. Wie der Doni, die Donis, der Name fällt ja sehr oft. Ja, genau. Wie der das erste Mal Holofilling begeistert war, nachher ruft er mich an, der hat er Ich bin du gehabt, da hat er zum Lesen angefangen. Und da hat er erst das Ich bin du gelesen. Da waren die 8 Bände draußen zu dem damaligen Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, pass auf, Toni, du lest jetzt erst einmal das Ich bin du fertig, weil er sofort irgendwie gemerkt hat, das ist ganz anders. Da lest du die ganzen 8 Bände von den Ohrenbohrungen. Mittlerweile gibt es ja tausende von Seiten. Die 8 Bände sind ja die Welt. Das kann man wirklich lesen. Ja, nee, habe ich schon gelesen. Dann liest du die 8 Bände, habe ich gesagt, und jetzt pass auf, weil er wollte mich gleich besuchen. Und habe ich gesagt, dann fängst du nochmal so ich auch. Und liest die nochmal komplett durch. Und wenn du dann immer noch Bock hast, mich zu besuchen, dann rufst du mich nochmal an, aber keine Sekunde früher. Und jetzt war es so, dass der einen Sohn hat und eine Tochter hat. Die Tochter mit dem Schwiegersohn, die waren im Bleienfeld. Den genau. Sohn habe ich noch nie gesehen als Uderraum zeitlich. Und dann wollte er missionieren. Und ist sein Sohn da in die Opposition gegangen. Und der hat den mittlerweile, wie ich sage jetzt, der liebt seinen Sohn nach wie vor, aber dann merkt er musste eingestehen, er ist Todesmaterial. Er liebt seine Tochter und seinen Sohn. Das war so ein Konflikt, auch bei der Trixi, also bei der Tochter, wobei jetzt die Tochter und der Schwiegersohn, das sind hundertprozentige Anhänger, sage ich einmal, das klingt immer so komisch, ja, die hat ich halt weiß gecheckt, schon. Da ist der Geist beim Sohn. Wo die Helene ruft mich jetzt letztens an, die hat gleich den Kopf geschüttelt, wo sie sagt, ich weiß, das klingt jetzt sehr kalt, aber selbst als Mutter, ich muss sagen, mein Sohn ist eine vollkommen geistlose Kreatur. Und da hat er hier im Schuld auf der Drohne mit, weil er am Anfang meinte, er müsste missionieren. Und ich sage immer wieder, halt den Mund. Wenn du was Schönes erfahren hast, Rudi, dann hast du Freude, das weiterzuerzählen. Aber du musst da feine Antenne haben, ob das die interessiert. Ja, du kannst missionieren, da gibt es keine Sekte, wo man eintreten kann. Ja. Du weißt, du hörst es immer und immer wieder. Ich verstehe das schon. Du musst die Reife akzeptieren. Schau zum Beispiel vor die Feddings. Die erwähne ich auch oft. Ja, genau. Die haben 2 Söhne und Schwiegertöchter und Enkelkinder. Und beide Söhne sind absolut fanatische Buddhisten. Die wollen von Holofilling gar nichts wissen mit den Schwiegertöchtern. Die machen so viel mit den Söhnen und die Enkel, wenn da sind am Weihnachten, die lassen das Familienleben ganz normal weiterlaufen, was die komplett aufgehört haben, mit ihren Kindern über Holofilling zu reden. Sie spielen praktisch nur Oma und Opa. Ja, das ist jetzt. Sie nehmen das aber auch mit der Erkenntnis, dass sie einfach den Satz, wo ich immer wieder wiederhole, es wird nichts überleben, da gibt es ja nichts zu retten. Ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Rudi, und das bist, ich nenne dich jetzt einmal Rudi. Und da ist ja okay. Drin und du warst das rudimentär. Richtig. Das heißt ja noch nicht gar gekocht, noch unreif, noch grob geschnitzt. Ja, so aber ist da auch. Ist der Udo ja schon drin, der das Erbgut in sich trägt. Udo heißt ursprünglich, der das Erbgut in sich trägt. Und du bist jetzt eine unreifere Form davon. Du merkst doch, wie dein Herz, wenn du inspiriert bist, wenn du Gedichte schreibst, wo es dein Herz hinzieht. Und du bist aber trotzdem in der Rolle dieses ganz normalen Trockennasenaffen mit einer Familie. Und du wirst merken, das Einmischen unterstützt dich, soweit es geht, aber mit einem Taktgefühl. Und der wirkliche Schlüssel ist, da muss der Geist des Funken erweckt werden. Was ich bei alle habe, pass auf, jetzt, ich mache mal den Schwiegersohn jetzt von die Donis. Da ist die Tochter und die hat dann, die war am Anfang auch sehr kritisch und wie sie dann den Udo selber kennengelernt hat, wo sie gesagt hat, Udo, wir waren drauf dran, wo ich auch geglaubt habe, meine Eltern waren mir immer ein Vorbild für Liebe. Das ist also bitter Ehebau. Da gibt es keinen Streit und gar nichts.
Das ist, wenn du bei den Donis bist, das ist ganz eigenartig. Ich habe die mit meinem Michael mal besucht und der Michael sagt so, das hat er noch nie erlebt, da strahlt das ganze Haus strahlt Frieden aus. Bei den Feddings ist es ähnlich. Das sind also Musterbeispiele, wo die überhaupt nicht streiten. Das ganze Leben nicht. Das sind so ideal gematcht, nennt man das. Und er sagt immer, meine Eltern, sagt die Trixi, war mir immer ein Vorbild von Liebe. Die haben mir Ehe, Vater, Elternschaft vorgelebt. Und dann kommt der Toni mit Holo Feeling und meint, er muss die Kinder beglücken. Und da sagt die Trixi, ich habe das Agmann, der ist in einer Sekte. Der ist Gehirn gewaschen. Und die Trixi hat es halt einfach einmal stehen lassen und der Sohn ist halt total auf Widerstand gegangen. Da hat er mehr, das hat er mehr oder weniger kaputt gemacht. Das hat er versaut in dem Spiel. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Dann, wie dann die Trixi dann doch einmal neugierig war mit ihr, die sind mittlerweile hundertprozentig in einer unendlichen Dankbarkeit, weil die das leben. Und die sind ja Mitte 40, Ende 40, die Tochter. Und die sagt dann auch, weil sie mit ihrem Bruder geredet hat, den kannst du nicht mehr erreichen. Weil er sagt, ich weiß gar nicht, der hasst mittlerweile den Doni. Sagt die Trixi, erklärt mir, die sagt, ich habe da mit ihm geredet, sagte, ich weiß gar nicht, was ist mit dir los, dass du plötzlich unseren Papa so hassen musst? Der hat doch immer wirklich, war ein Bilderbuch-Papa. Der hat da keine Antworten, da merkst du, das ist wie wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. Und das muss man akzeptieren lernen. Du kannst Menschen nicht erreichen. Jetzt, unabhängig, was du jetzt mit deinen Kindern hast, was die machen, was die für Probleme haben oder was du für Probleme damit hast, du schaust, du beobachtest ganz einfach, wie das Toni-Programm, das du durchschauen sollst. Das ist der Sinn des Lebens, wie du mit der Situation umgehst. Ja, verstehe. Ich hab ja keine Probleme mit den Kindern. Die haben ja mit mir ein Problem. Ja? Weil ich einmal versucht habe, was zu sagen. Habe ich Und dir ich. doch gerade erzählt? Ja, ich weiß. Halt den Mund! Lass es einfach. Lass Das einfach. zerreißt dann fast. Du Ja, siehst, das zerreißt dich. weil du jetzt merkst, wo, dass du so viele Probleme im Leben ganz leicht abstellen kannst, die wollen es nicht hören. Nein, die wollen es nicht hören. Nein, du Die hast wollen keine die Wahrheit Chance. nicht Das ist ja hören. selbst, wenn mein eigenen Bruder, man hat noch eine andere Beziehung, wenn ich, mein Bruder hast ja auch Rudolf. Ja, genau. Da ist Todesmaterial, da sagt meine Mutter mittlerweile, da sagt meine mittlerweile, das ist ja Depp und das war schon immer Depp. Das ist hart für eine Mutter, die liebt den Rudolf, das ist ein herzensguter Kerl. Aber solche, er strampelt sich ab, nur Schulden und rennt rum, welcher den Scheißdrecksgeld. Also ich will jetzt da nicht die Geschichte, die spezielle Geschichte erzählen. Das sind die einfachsten Sachen. Du kannst mit denen nicht geistreich kommunizieren, weil er wirklich, da merkst du, die sind nicht für die einfachsten Argumente zugänglich. Ja, ich habe halt einfach auch das Problem, dass ich einfach fast nicht mehr weiß, was ich überhaupt reden soll. Das, Ich pass fange zum. auf, nochmal, ich erzähle jetzt eine Geschichte bei den Donis. Da kommt dann, die haben ja nur Kontakt, der kommt dann, ich weiß nicht wie viel, dann erzählt die immer wieder, dass der Michi, nennt das denn, ich habe noch nie gesehen, der Michi, dass der hat dann geheiratet, hat ein Kind gehabt und er kommt dann immer zu der Helene, Doni seiner Frau, und jammert, was seine Schwiegermutter für eine bitterböse Frau ist und schimpft über die Schwiegermutter, schimpft sich, kotzt sich über die Schwiegermutter aus. Du, vor ungefähr einem Jahr warst, ruft mich die Helene an und ich sage, Bruder, ich muss dich jetzt anrufen, das muss er dir erzählen, das glaubst du nicht. Klingelt bei mir das Telefon, ist der Michi dran, heult rotzer Wasser wie ein Schlosshund und erzählt mir, dass seine Schwiegermutter gestorben ist und ob mir auf die Beerdigung komme. Ich habe gemeint, ich bin in einem anderen Film. Sie hat dann bloß gesagt, nein, weil ich konnte, ich sage, ich merke wirklich, der ist so wie meine Mutter das bei meinem Bruder jetzt erkennt. Es ist einfach nur ein programmierter Zombie. Da ist kein Hauch von Geist. Der Schwiegersohn wiederum, der Gogo, ich höre von allen Leuten, und das ist, was du auch bestätigen, wenn ich irgendwo auftauche, Gogo war total offen, der hat einfach zugehört. Die waren am Anfang auch, ich sage, überprüft es, du musst ja nirgends eintreten, nirgends austreten, es kostet kein Geld. Das ist Kassette. Ich spreche nur den Geist an, der mir zuhört, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und was alle sagen, dass er dann, wie er dann mehr gehört hat und mehr gelesen hat, dass er sagt, Udo, ich habe schon als Kind irgendwie gemerkt, dass das alles ganz anders sein muss. Du kommst jetzt mit Antworten und ich habe dann gesagt, Gogo, wenn das nicht schon von klein auf in dir drin wäre, dieser Geistesfunk, wäre ich jetzt Udo in deinem Traum gar nicht aufgetaucht. Richtig. Dasselbe sage ich jetzt zum Rudolf. Ja, aber das habe ich auch. Und wenn das Das einer habe nicht drin hat,
Jeder sagt es. Und wenn das einer nicht drin hat, gehört er nicht zu meiner Schafe. Dann Ja, bleibt es ja. einfach nur eine Figur innerhalb dieser Traumwelt. Ja. Aber Udo, was mir auch sofort aufgefallen ist, wie ich den ersten Band gelesen habe, wo du ja schreibst, ich soll Weißenburg und Straße so und so und so, ich habe sofort, bei mir hat es sofort klingelt, ich muss das jetzt unbedingt nachvollziehen und habe, wie gesagt, damals, ich habe dir das ja geschrieben gehabt in den ersten E-Mails, Ja. dass eines Tages, kurz nachdem ich diese Einführung von Holofilling gefunden habe im Internet, klingelt das Telefon und es ruft mich jemand an aus der Nachbarschaft. Er entschuldigt sich, dass so laut ist und ich bin der Herr Schlemmer oder Schleimer und denke mir, das gibt's doch nicht. Ich habe sofort angerufen bei meiner Nachbarin, ob da jemand wohnt, Fremder. Nein, da wohnt keiner, es ist keiner da. Dann habe ich die Nummer verfolgt, das war eine Nummer aus Reichenhall. Und ich habe einfach so, oder ich habe einfach sofort gewusst, das kannst nur du gewesen sein. Es war so. Ich war so fest überzeugt, weil ich habe gesagt, das gibt es überhaupt es nicht. Es kommt immer aus dir, die Wunder sind das klein und dann sind, wie ich immer sage, dann tauchen die Zufälle auf und du wirst jetzt Zusammenhänge mehr merken. Und wenn ich, du weißt, ich habe da alles tausendfach erzählt oder wenn ich es nochmal erzähle, wird nicht besser dadurch, dass wir nur zeitlich kommunizieren können. Wir können von Brüssel zu Brüssel kommunizieren. Ich erkläre das jetzt nicht den Rudolf, sondern den Geist, der das Gespräch belauscht. Der rote Kopf, in dem roten Kopf ist jetzt ein Rudolf drinnen und ein Udo drinnen. Und in dem Moment, wo du in das Rudolf-Buch liest, in der Vergessenheit bist, siehst du das nur aus der Perspektive vom Rudolf. Das ist, wir müssen da nicht so kompliziert werden. Das heißt, dass ich immer sage, alles, du bist jetzt als Geist was du nicht denken kannst und du setzt dich jetzt als träumenden Geist, das ist immer wieder dasselbe, dann wird der träumende Geist schon zu was Ausgedachten. Richtig. Und jetzt stehst du eins drüber, und hast jetzt die Reihe, dass du was, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Das ist der Doppelschritt. Das macht dein Intellekt. Ja. Und alles, was du träumst, sind ständig wechselnde Bilder. Das ist die Gnede, die sich umformt. Dann ist zum Beispiel schon vom Tisch, dass Schöpfung und Vernichtung immer gleichzeitig ist. Das, wenn ich sage, das meine einfachen Beispiele, wenn du die Gnede die Form veränderst, die Gnede symbolisiert jetzt diese Energie, deinen Geist, der diese Formen annimmt. Richtig. Dass jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstört. Du schaust jetzt auf den Monitor, wenn du zur Tür hinschaust, schau mal zur Tür hin. In dem Moment löst sich der Monitor auf. Das ist eine gleitende Bewegung. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Ein nicht gedachter Gedanke, weil immer nur das da ist, was du jetzt denkst. Was in meinem Bewusstsein ist. Wenn du das Selbstgespräch liest, dieses Ich bin du Quadrat, das erste Selbstgespräch, wo ich auf einer Seite ganz einfach erkläre, was der Unterschied zwischen einer Wirklichkeit und einer Wahrheit ist. Wir können das natürlich austauschen, weil du kannst beide Worte rot lesen und blau lesen. Aber wie der Name, das wirkende Licht ist die Lampe im Projektor, das lassen wir jetzt einmal rot. Und die Wahrheit, da hast du schon WA, eine doppelt aufgespannte Schöpfung. Das HR ist die Wahrnehmung einer Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Berg. Das heißt, du hebst dann Wellenberg raus und dann kriegst du einen Teil, kriegst du einen Unterschied. Das ist eine Gedankenwelle. Das ist die doppelt aufgespannte Schöpfung. Genau, ja. Und Heid hast ja praktisch wie buchstabiert. Die Kite, die Heid, Eid hast buchstabieren. Kommt jetzt dann gleich was nochmal? Habe ich ja tausendmal schon geschrieben. Das musst du nicht wissen. Du weißt, das sage ich auch immer wieder. Was wichtig ist, ein träumender Geist. Du musst dir bewusst machen, wir denken unseren träumenden Geist aus. Wo kommt das her, was der träumende Geist in seinen Kopf anschaut? In dem ausgedachten Kopf des träumenden Geistes. Ja, genau. Es kommt aus ihm selber. Genau genommen formt sich dieser Geist ständig um und es ist immer nur das, was jetzt da ist. Okay. Das heißt prinzipiell, alles, was du zu sehen bekommst, ist immer hier und immer es ist jetzt. Genau. Ja, wenn wir das rot machen, das Rote hier, ist jeder Ort, den du dir prinzipiell ausdenken kannst, der ist hier. In dem Moment, wo dieses Rote hier ist, wenn du an was denkst, fängt ein bestimmtes hier zum Existieren an und dann sagst du, das ist da oder da, das ist jetzt Weißenburg, das ist München, das ist Hamburg, das ist Amerika, das ist der Mond, aber das ist hier. Das ist hier. Das heißt, du gibst dem Ding eine Adresse, genauso ist es mit der Zeit, das ist genauso ein Gedanke, sobald was in dir auftaucht, gibst du eine Adresse, das nennst du Zeit. Aber du denkst es immer jetzt. Du denkst dir den 31.04.1825 jetzt und du denkst dir hier den 28.11.2016 jetzt.
Das sind Adressen. Und du bist als Geist immer das Zentrum, bist immer die Gnade, das hüllt dich ein. Ja. Ob du jetzt sagst, ich bin jetzt in meinem Wohnzimmer oder ich bin in meiner Küche oder ich bin in München, es ist immer Es ist um immer, dich herum. ja. Verstehst du? Ja. Denk im Blindfeld, wenn du es noch immer noch mal anschaust, wenn ich sage, wenn ich mir jetzt Zürich ausdenke und Wien ausdenke, Genau, ist das immer hier. ist da und da, es ist hier, aber nicht in den Kopf, weil der Kopf ist auch, der blaue Kopf ist auch was Ausgedachtes. Der Ja, ist in dem ja. roten Kopf, der du bist. In dem roten Kopf ist Ja. jetzt hier, hier, in dem Moment ist ein Udo in Weißenburg und ein Rudolf, wo sitzt du jetzt? In Reichenhall. Reichenhall. Ja. Ist interessant, aber sind die nicht beide hier in deinem roten Kopf? Ja, genau. Und den blauen Kopf vom Rudolf denkst du nach Reichenhall und den roten Kopf denkst du nach Weißenburg. Weißburg. Verstehst du? Ja, Das, das musst du, das, wir reden hier von Fakten. Das du ist. weißt, wie oft ich das sage, das ist kein religiöses Geschwätz, das ist das, was jetzt ist. Wenn du mal begreifst, dass es in dir drin sein muss, und dann kommt ihm der Trick, wer schaut sich das Jetzt an? schaue ich Das, das jetzt an. kommen wir in den Bereich, immer wenn du dir wen denkst, muss wieder einer da sein, der sich den ausdenkt. Ausdenkt. Ich werde jetzt übrigens dann gleich, schicke ich nochmal was von dem Hitler-Vortrag aus Ja, Mein Kampf, ja. einen kleinen Abschnitt, Ja. der schon gelaufen ist, und den erkläre ich, du wirst Augen machen, was der sagt. Ich Das habe kannst das du zum Teil, einfach habe ich mir das auch schon gehört. ganz, ich habe gesagt, du musst, es reicht die ersten 10 Minuten, 10 Minuten. interessant, da gehe ich ab 7 Minuten, hörst du Ja. dann nochmal an, musst bloß 2, 3 Minuten anhören, eigentlich Ja, bloß, was ich ja, geschrieben habe. Das ja. habe ich jetzt einmal rausgeschrieben und erkläre das Ja, nochmal. Und da okay. drehst du mit den Augen, dass du Ja, plötzlich sagst, ich habe dieses das auch Zeug, von diesem unsere Rabbi. Nachkriegserziehung, verstehst du, all das Ja, ganze ja. Zeug. Und wichtig ist, das, was in dir auftaucht, hängt von deinem Wissen ab. Das heißt, was du Genau, auf deinem ja, Programm hast, schwamm, du kannst schwamm. sogar die Naturgesetze verändern auf der höheren Ebene. Weil da außen gibt es keine Welt. Du weißt, wenn ich immer sage, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Richtig. Das ist der, diese, dieser Ego ist so unheimlich hartnäckig. Und du wirst dann irgendwann nochmal auf einer nächsthöheren Ebene, und das ist jetzt momentan nicht deine Aufgabe, wirst dich zwangsläufig mit einer höheren Reife dafür interessieren, wie diese Zeichen funktionieren, wie das funktioniert, wie man dann wirklich bewusst schöpfen kann. Aber das ist momentan, musst du zuerst einmal hundertprozentig gefestigt werden, was du selbst bist. Und da kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, du bist immer. Ja, Eben weil du was bist, was nicht gedacht gemacht werden kann, werden was nicht kann. existieren kann. Das sind immer dieselben Sätze. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? In dem Moment entsteht in dir eine Vorstellung. Vorstellung. Dann denkst du den Körper um dich herum. Egal wie du das dann empfindest. Aber sobald du wieder an was anderes denkst, ist das doch weg, Ist Rudolf. das weg? Ja. Das ist das, was ist. Das ist eine Tatsache. Ja. Und der Glaube, dass das Zeug deine Kinder auch dann da außen sind, wenn du nicht dran denkst, das ist das Ego, das ist Ja, so. das weiß ich schon, dass das so ist. Und du musst es nicht verändern, Ja. sondern weiterlaufen lassen, Einfach aber laufen mit dem lassen. vollkommenen Bewusstsein, dass dieses Ego praktisch, dass du auf das Geschwätz nochmal hörst. Es macht, wie ich sage, du musst das Buch zu Ende lesen. Ja, wie gesagt, ich mag meine Kinder ja unheimlich gern und ich habe mir auch immer 2 Mädels gewünscht. Aber mit denen jetzt irgendwie was zu reden, Ja, aber lass, ich es habe es eh hat schon sich aufgegeben. Ich rein. habe es eh schon aufgegeben. Es wird, du ziehst dich zurück. Ich habe das immer bei die Donis waren in der Grünau, die waren sehr, die Helene war Schulrektorin über viele Jahre in der Grünau, das ist ein kleiner Ort. Und der Toni war 40 Jahre extrem engagiert bei der Bergwacht. Die haben eine Bergwacht, die hat Extremkletterer ausgebildet, der war in die Vereine, ganz Psychotherapeut, ganz, ganz anerkannt. Also die hat jeder gekannt. Und die sagen, jetzt, wenn wir rausgehen, seit die da mit Holofeeling, wie die jetzt in Rente gegangen ist, die sind ja über 70 beide, wenn die spazieren gehen, wir haben schon Angst, wenn uns alle auf der Straße entgegenkommen oder wenn wir essen, all die von den Vereinen oder was, Mensch, euch sieht man, euch sieht man überhaupt nicht mehr. Wir haben schon Angst, weil wir wissen gar nicht, was wir mit den Leuten reden sollen. Geht mir auch so, muss ich ganz ehrlich Das sagen. macht Immer, einsam. immer, ich gehe denen Leid direkt aus dem Weg, weil man denkt, Mensch, Weil hoffentlich redet mir keiner du an. willst, du weißt genau, erstens, wenn du umso mehr du dich reinliest, das Holofeeling, die Grundlagen, wirklich, wenn man es einmal gecheckt hat, das ist wie mit dem Fahrradfahren. Wenn das schlafwandlerisch installiert ist in dir, kannst du gar nicht mehr anders denken. Und so einfach das jetzt, so selbstverständlich das für dich ist, wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, richtig. Also, Und du was du weißt, wie du sagst, was es drin verschreckt die sitzt. Leute. Ja. Was du sagst, verschreckt die Leute. Ja, es ist wirklich so. Weil das wird immer schwieriger,
dass man einfach dann tatsächlich bei sich bleibt, wenn man wieder abdriftet Da muss man durch. und freilich unterhältst du dich dann oberflächlich oder über Wenn du bestimmte Sachen. Marken hast, wenn du. Ja, das langweilt, aber das ist. Ja. Meine Frau sagt immer, Schwatzens um des Schwatzens willen. Ja, genau. Man kann schon Bloß, mal dass man was so sagt. oberflächliche Schnickschnack-Geschichten erzählen, ist ja alles Unterhaltung, aber es muss immer noch, du wirst merken, das macht dich nicht mehr satt. Ich muss mich immer damit dann mir bewusst machen, was im Hintergrund eigentlich in mir da ist, Du wenn ich hast doch mit hier den in Leuten Rosenheim, rede. ist doch, wie weit ist denn das vom Chiemsee Rosenheim? Ist da nicht die Brücke, ist die nicht aus Rosenheim? Die Hanni? Weiß ich nicht. Die Hanni nur die Brücke, die Hanni nur Rosenheim die. ist ungefähr 65 Kilometer von mir. Ich bin ja früher früh nach Rosenheim gefahren. Ist ja am Chiemsee unten, ne? Es ist weiter bei Chiemsee. Es ist weiter Hä? mit Chiemsee. Das ist Das weiter ist mit Chiemsee. Das ist weiter. ungefähr genau die Hälfte von Reicherheu nach München ungefähr. 65, 70 Kilometer. Du müsstest da mal schauen, ich weiß nicht, weil wenn du gar keinen hast, das halt immer wieder, das muss man eh alleine machen, ne? Ja, Aber wenn man freilich, halt das doch ist einmal einen mega. Bekannten oder was hat, wo man dann in die Richtung reden kann, Ja, bist du trotzdem gut. ja. Ja, Aber und ich sage, darum ich hat man weiß ja immer, jetzt dass das das. Skype, dass man mit. Ich habe mir jetzt das öfteren schon mit dem Heiko unterhalten, sehr gut, weil man ja Ja, mach doch, du hast doch mit dem Skype, wenn du hast, das ist mit immer dem. wieder das einfacher wegen Quatschen, Ja, weil das doch, weil sonst und ist mit man der ganz, Kerstin ganz hat er abgestellt. uns zusammengebracht. Und mit dem Re, apropos, weil wir jetzt gerade dabei sind, Reto. Ich Ja. glaube, das erste Mal, wie ich mit dem Reto gekypt habe, ist das wunderbar gegangen. Da haben wir uns auch gut unterhalten. Und da habe ich ihn auch was gefragt. Und die letzten 3 Mal hat Störung. ich, ja, ich habe ihn gehört, aber er mich nicht. Und jetzt das letzte Mal hat er gesagt, ja, er schaut, dass die Diana mich einnimmt und wir mal versuchen, ob das funktioniert. Na, Da muss sag ich auch probieren. Das reißt bei uns auch mal ab. ich. Also. Ich habe dann gesagt, oder zu ihm geschrieben, habe ich gesagt, was spielst du für Das mich hat natürlich ein dann auch Spiel mit seinen uns? Sinn. Warum Das hat soll es auch. nicht sein? Das hat. Man soll es nicht. Das ist das Erste, was du sagst. Nicht wollen, sondern jeder Moment, Ist der der in dir wichtigste. auftaucht, ist der Beste. Nicht als Moment selber. Ein Moment ist immer bloß. Du Ja, weißt, wie oft ich es auch. ja. Wichtig. Der ist insoweit wichtig, dass du beobachtest, wie das Rudolf-Programm darauf reagiert. Ja. Dir muss bewusst werden, wie du reagierst und wie du das interpretierst. Das ist der Sinn des Lebens, einfach nur dieses Programm durchschauen. Ja. Und Sinnlosigkeiten, die sich ständig wiederholen, wenn die durchschaut sind. Du weißt die Geschichte mit dem blinden Ausschlag. Versuch dir Genau. das nicht abzugewöhnen, weil dann bist du mit Rudolf nicht einverstanden, Ja, sondern es wird sich heilen, wenn du es erkannt hast. ja. Wo ich immer sage, wenn du Ja, erkannt hast, dass ja. es sinnlos ist, mit deinen Töchtern zu sprechen, Ja. dann lass es doch ganz einfach. Und dann ist durchaus möglich, dass Wunder passieren im Kleinen, wenn du demütig das vorlebst. Ja. Verstehst du das? Ich habe zum Beispiel bei Michael mit seiner Freundin, die ist so nebenher gelaufen, die wollte davon nichts wissen. Und ich habe immer gesagt, pass auf, über fast einen Zeitraum von über 10 Jahren. Und da habe ich gesagt, wenn du mit ihr zusammen sein willst, dann lieb sie so, wie sie ist. Die größte Falle ist, wenn du sagst, die passt nicht zu mir. Das ist, dann wirst du immer. Wenn du meinst, dein Partner müsste so nach deinem Ding geschnitzt sein, das, was passiert, dass du die jetzt gekriegt hast, als Frau, als Freundin, hat ja einen Sinn, dass Ja, du lieben genau. lernst, dass du Ja, lieben lernst. Und da richtig. muss ja, man muss ja zumindest am Anfang verliebt sein gewesen sein, wenn es Ja. bloß Sex ist, es spielt ja keine Rolle. Und wenn du jetzt deine Idealvorstellungen mit deiner Logik projizierst, wo man oft nicht aufrechterhalten kann, solche, wenn du sie liebst, dann lerne sie zu lieben, so wie sie Das ist und ist. nicht sie verändern wollen, dass es so ist, wie du sie haben willst. Jetzt hast du mir den Und Ball dann war, zugespielt. das ist, pass auf, und dann habe ich hier mit seiner Dagi über 10 Jahre, nicht, dass sie ablehnt, aber die wollte nichts wissen, die hat es nicht interessiert. Und dann, wo ich mit der Dagi, wo ich sie einmal getroffen habe, ich gesagt, pass auf, Dagi, ich will dich nicht missionieren, ich sage dir bloß eins, wenn der Michael das lebt, was ich ihm erkläre, dann wird er für dich jetzt immer positiver erscheinen. Und mittlerweile ist sie ja hundertprozentiger Fan von Holofili. Jetzt nicht im Detail, weil sie jetzt zuhört. Jetzt hört sie Ja, langsam zu in jetzt der zu. Verwandlung. Und die muss ihr Leben trotzdem weiterleben, weil das lässt, das ich sage immer wieder, das lassen wir unangetastet. Es wird sich verändern, wenn du anfängst, Ja. dein Programm zu verändern. Das habe ich ja jetzt in dem neuen Richtig. Selbstgespräch nochmal gesagt mit der Quelle. Ja, Das genau. heißt, was daraus sprudelt, ist dein Programm. Alles, Ja. was du erlebst, momentan steht und fällt mit dem Intellekt und den Idealvorstellungen von dem Rudolf. Und das ist halt das Leben, das du zurzeit durchlebst, um was zu lernen.
Wie gesagt, du hast mir Und jetzt ihm, den. Rudolf, ganz kurz noch, Ja. diese Liebe, von der ich spreche, hat in keinster Weise, dass du zu einem Arschkriecher warst. Eben, genau. Es ist ganz wichtig. Du wirst Ja. merken, das ist immer, wo meine Frau sagt, sie kennt bloß einen Mann und das ist ihr Udo. Jetzt ganz auf der unteren Ebene, sie Ja. kennt bloß einen Mann, das ist ihr Udo, sagt sie, und dann kommt lange, lange Zeit überhaupt nichts und dann kommt der Peter Fetting. Der ist auch ganz still. Ich sage mal wieder, die Liebe hat nichts, dass du ein Weichling oder Arschkriecher wirst. Richtig. Verstehst du? Ja. Aber deswegen, ich kann durchaus eine Meinung haben, eine gewisse Autorität ausstrahlen, aber trotzdem mich nicht über andere Menschen erheben und alle Meinungen akzeptieren. Verstehst du? Ja. Es ist ja gerade wieder das. Es ist ja eh, dass ich erkläre, dass jeder Recht hat. Richtig. Das haben von ihrer Sichtweise auch deine Töchter recht. Aber das ist halt, Ja. was du ihnen erklären willst, dass ihre Sichtweise so eng ist, aber du wirst merken, ab einer gewissen Finsternis ist das für Licht nicht zugänglich. Ich habe zum Beispiel meiner älteren Tochter, die hat ja Anglistik und Deutsch studiert, Germanistik. Und dann habe ich doch da vor 10 Jahren diese Gedichte geschrieben. Ich habe da eh schon einige geschickt. Ja. Und habe sie gebeten, dass sie mir die zumindest rechtschreiberisch korrigiert. Da hat sie mir zwei angeschaut und nie mehr angerührt. Und voriges Jahr oder vor 2 Jahren habe ich ihr welche zu Weihnachten geschickt und habe gedacht, sie soll die durchlesen. Was meinst du, was sie gesagt hat? Die lese ich nicht. Hat sie vollkommen abgelehnt und geweigert, diese Gedichte Selbst wenigstens bei zu den lesen. Gedichten, ja, das ist natürlich schon ganz heftig dann, ne? Und da war ich am ersten Mal natürlich sehr enttäuscht, weil da habe ich jetzt noch nicht so Dann ist sie viel. aber sehr, ist sie sehr, sehr materialistisch orientiert. Total. Ist Das ist ja ja. selbst in der klassischen Literatur, ist die höchste Literatur, ob du jetzt Goethe lesen tust oder ob du Kafka lesen tust Ist oder alles Mögliche, es ist ja nichts anderes. ja. Es ist ja alles, was ein bisschen der deutsche Geist der Dichter und Denker, Ja. ist reines, wenn wir den Faust durchgehen, das ist reines Holofeeling, Zeile für Zeile. Ich habe zum Beispiel sehr viele Bücher von Hess schon gelesen. Vor Hesse, rein Hesse ist sehr langer Zeit. all das Hirn jetzt Zeug. gedacht. Hesse ist reines Holofeeling. Ja. Jetzt sage ich in einer ganz einfachen Form, was du schreibst, das ist der Geist, das kann nur Geist verstehen. Ich Und wenn habe. einer voll in der materiellen Welt versumpft ist, das kannst du vergessen. Und jetzt kommt natürlich das Problem, dass man dann doch jetzt von den Genen her diese Vaterliebe, sind ja meine Kinder. Und darum bin ich so knallhart, glaube es mir. Das geht wie, wenn ich die Christusgeschichte nehme. Es wird kein Gedanke überleben. Das ist, und umso mehr dir das klar ist, dass das nur ein Verwandlungsprozess ist. Und dass hier in deinem Traum du der Geist bist. Und dass, wenn du dir jetzt an anderen denkst, der Holofeeling macht, das ist derselbe Geist. Geist. Denk an mein Split-Screen-Beispiel in Richtig. Fichtenstein im ersten, wo ich Ja, vor. ja. Das sind solche einfache Beispiele. Ja. Du musst wissen, wenn ich immer sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, dass die deswegen nicht schlechter sind oder unrichtiger sind. Im Gegenteil. Es ist Sachen, die man selbst mit normaler materieller Logik nachvollziehen kann, wenn man den Gedankengang mitgeht. Und da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren, weil ich nur von dem rede, was ist. Ich bin der Erste. Ja. Wenn ich sage, ich setze dich in Bewegung, wenn man jetzt, Ja. du mach die Augen zu, du kennst das ganze Gespür, habe ich Ja, so oft erzählt, ja. dass ich nur Worte spreche und ich kann dich dann, wenn du den Gedankengang mitgehst, baut Ja, jedes Wort in dir ja, Vorstellungen ja. auf, kann ich dich durch deine Wohnung Ja. laufen lassen und du Ja. bewegst dich keine Millimeter von der Stelle, weil die Worte, jedes Wort, das du hörst, vollkommen mechanisch, ein Mechanismus in Ja. dir, immer die Bilder, die Form deines Geistes umformt. Genau. Und das ist dann, hast du das Phänomen. Und wenn du Ja. jetzt mit offenen Augen durch dein Haus läufst, ist es nichts anderes, Rudolf. Bloß wir tauschen jetzt nicht feinstoffliche Bilder aus, sondern sinnlich wahrgenommene, feststoffliche Bilder. Die sind aber genauso deine Informationen. Bloß, Richtig, wenn ja. dein Geist noch recht klein ist, gehst du in die Vergessenheit. Und darum hast du den Eindruck, dass du mit dem Zeug da außen nichts zu tun hast. Das ist auch immer wieder dasselbe. Wenn du jetzt in die Berge reinschaust und sagst, es kann doch nicht alles in mir drin sein. Dein selbst, dein anerzogener Glaube schreibt es vor, es muss in deinem Gehirn in irgendeiner Art und Weise drin sein, sonst könntest du es nicht sehen. Ja. Wie ich damals, oder wie du mir die Gedichte damals schon eingegeben hast, wie ich die geschrieben habe, das war meistens nachts zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Und ich bin aufgestanden, habe geschrieben, habe das aufgeritzt, lauter Zettel. Und ich konnte gar nicht so schnell schreiben, was da an Es fällt Informationen selber gekommen ein, ist. es Das fällt war ein. Wahnsinn.
Das kennt jeder, der hier irgendwann nochmal, das ist, du was geführt. Ich sage immer wieder, ein Kugelschreiber schreibt ein Ein Gedicht. Er Gedicht. schreibt es nicht. Die Hand, der Mensch, was macht er, wenn ihm nichts einfällt? Ja. Das, aber erst, wenn du anfängst, dich zu erheben als Geist und einfach nur zu schauen, was jetzt ist, was passiert und jegliche Form von Interpretation aus dem Schwamminhalt, aus dem Interpretationssystem des Rudolf muss komplett weg sein. Dieses Interpretationssystem muss zum Objekt der Beobachtung werden. Du schaust ja immer bloß aus der Logik des Rudolf heraus. Und wenn ich immer so mache, ich beobachte mich, Mich, ja. das ist dieses blaue Ich, denkt sich jetzt als Körper, ich beobachte mich. Der normale Mensch ist ja nur Körper, das ist ja ganz oben. Das kannst ja ganz, er meint ja sein Gehirn, seine Augen beobachten. Jetzt erkennst du zumindest, dass ich ja mir beobachten kann, was ich denke. Und jetzt in dem Moment, wo ich das blaue Ich, das große blaue Ich, also den Menschen und die Person, eine bestimmte Person aus dem Menschen, wo ich sage, das bin ich im Moment. Wenn ich das vor mich hinstelle, muss ja schon wieder einer da sein, der sich das ausdenkt. Jetzt kommst du langsam in den roten Bereich. Das ist der klassische, das kann Wenigstens man in langsam. allen asiatischen Meditationsbüchern im Zen-Buddhismus nachlesen, Ja. wobei die den letzten Doppelschritt nicht gehen. Darum wollen die sich in die Stille meditieren. Ja, das habe ich auch am Anfang gelernt. Da muss man überall durch. Da Ja, muss man überall ich habe durch. so viele Sachen ausprobiert. Aber apropos nochmal auf das Gedicht zurückzukommen. Ich habe die ja, wie gesagt, schon vor 10 Jahren geschrieben. Und die habe ich ja jetzt erst vor 1,5 Jahren wieder rausgeholt und habe die gelesen. Ich habe, wie ich das erste Mal wieder gelesen habe, nach so langer Zeit, ich habe echt geweint, weil ich mir gedacht habe, was passiert, was ist das jetzt? Jetzt verstehe ich das erst, was ich da geschrieben habe. Genau so ist es. Und jetzt Jetzt schaust verstehe du ich es wieder ins erst. erste Selbstgespräch rein, die ersten paar Seiten, wo ich dann sage, das ist wie wenn du ein Tagebuch schreibst Ja. und dann am Ende deines Lebens blätterst du plötzlich wieder in dem Tagebuch zurück. Vor 10 Jahren habe ich das geschrieben Ja. und am Ende, weil du jetzt die Lebensreife hast, jetzt verstehst du erst, was du damals geschrieben hast, was du damals eigentlich gar nicht mitgekriegt hast. Was ich gar nicht Das richtig Leben wird hinkriege. vorwärts gelebt und rückwärts Ja, verstanden. richtig. Ich habe nur gewusst, dass das nicht von meinem Gehirn rauskommen konnte. Das habe ich damals schon gewusst. Sondern dass das nie eingegeben wurde. Und wie gesagt, ich habe das dann lang liegen lassen und. Die Feinheit ist wichtig. Ich habe zigfach schon erzählt, ich mache mal eine raumzeitliche Udo-Geschichte, wie ich meine Entwicklungen gemacht habe, wie ich gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt. Und da ist jetzt ganz, da, ich war bis zu dem Zeitpunkt, ich rede jetzt einmal so eine raumzeitliche Geschichte, ich war, meine Götter, mit Religion habe ich gar nichts am Hut gehabt und meine Götter waren die Physiker. Habe ich mich natürlich angelesen, Physik, was man halt so liest in die Physikbücher und baut dementsprechend das Programm, dieses gelernte Wissen, baut Vorstellungen auf. Verstehst du das, was man Ja, dir erzählt, stellst du dir vor. Ich richtig. sehe, wenn ich immer sage, zeig mir Wasseratome, das hat noch nie einer gesehen. Ja. Das Mendeleysche Periodensystem, da ist nichts, was man entdecken kann. Jeder, der dir das erklärt, der hat es fertig einprogrammiert bekommen, mit den entsprechenden Vorstellungen, die er damit aufbaut. Wenn du dieses Wissen nicht hast, kannst du die Vorstellungen gar nicht aufbauen, geschweige denn da außen ist sowieso nichts. Auf jeden Fall, wie ich dann an eigenen Versuchen gemerkt habe, dass da elementare Fehler sind. Und das ist jetzt das eigentlich Wichtige. Es ist nicht um das Zeug mit den Entdeckungen, wo ich dann Ahnung gebaut habe, sondern dass mir bewusst geworden ist, dass ich mir die Frage gestellt habe, dann immer mehr erkannt, das ist auf jeden Fall hundertprozentig richtig, weil das kann ich auch materiell im Aufbau ganz klar vorführen, wo da das Problem ist. Das ist mir eingefallen. Rudolf, es ist mir ganz normal eingefallen. Das ist natürlich hier, es ist aus mir gekommen. Also, was habe ich jetzt gemacht? Und wie ich dann gemerkt habe, ich habe noch nie Stimmen gehört, ich habe mit dem Esokack nichts am Hut, ich höre keine aufgestiegenen Meister, ich bin kein Medium. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich rede jetzt wie du auch, und ich sitze da und wenn ich jetzt was baue, dann mache ich mir Gedanken, wie könnte ich das machen, wenn du was baust. Und dann fällt dir was ein. Verstehst du? Ja. Und dann magst du das Ja, halt. ja, ja. Das sind solche Dinge. Und jetzt ist es natürlich so abgespaced worden, dass mir dann nachts, und ich habe da ein schönes Beispiel, das habe ich schon zigfach erzählt, ich erzähle es dann nochmal kurz. Ich mache jetzt das einmal unelektronisch, sondern du stellst dir vor, du arbeitest bei Audi in Ingolstadt. In der Motorenentwicklung. Jetzt pass auf nur, und dein Ziel ist es, einen Motor zu entwickeln, der möglichst wenig Sprit braucht und möglichst viel Leistung hat. Und natürlich keine Abgase. Und du hast normal Ingenieurstudium, was du halt, das ist die normale Physik. Und jetzt träumst du nachts, weil du da halt rumdüftelst, wie man das besser machen kann. Und du träumst jetzt nachts, du musst
drei rote Backsteine in den Kofferraum legen. Du musst einen Teelöffel Puderzucker in den Tank rein tun und beim Losfahren davor die Handbremse genau drei Zahnrasten anziehen. Aha. Dann hat der Motor doppelt so viel Leistung und braucht bloß ein Zehntel der Spritz. Mhm. Jetzt wachst du auf und dann sagst du, hab ich heute einen Scheiß dran. Jetzt pass auf, dann den nächsten Tag träumst du das wieder und genau das ist mir passiert. Mhm. Bei mir ist es jetzt natürlich eine elektronische Schaltung und dann träume ich, du musst das und das und das machen. Schlau. Das genauso hirnrissig ist. Rudi, ich kann da gleich, meine Anlagen sind messtechnisch total kaputt. Das genauso hirnrissig ist und du wachst auf und sagst so eine Scheiße. Und das habe ich 4, 5 Tage hintereinander träumt. Und dann sage ich, verdammt nochmal, ich gehe jetzt bei mir ins Labor, weil das ist eine Sache von 10 Minuten, dann baue ich löte jetzt das einfach einmal so unlogisch beschissen zusammen, weil das eh erkrampft, das kann eh nicht gehen. Und ich löte es zusammen und ich schalte das Ding ein und ich falle fast vom Stuhl runter. So hat es Musik gemacht. Also vollkommen neue Dimension. Und jetzt pass auf, da habe ich natürlich dann auch mit dem viel Geld verdient, also nur immer auf Geheimtipps. Was aber der Witz ist, das für mich gar nicht wichtig war. Was für mich wichtig war, die Frage, die plötzlich in mir auftaucht, also Fakt ist, das ist was vollkommen Neues und es steht komplett im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Das ist wie Ein- und Ausatmen. Kann ich nachvollziehen. Ich sage, pass auf, was jetzt wichtig ist, das hat ja nichts mit ESO, wo man sich reinsteichert, da hatte ich gar nichts am Hut. Meine Götter, die Naturwissenschaftler, was ich jetzt ganz klar entlarvt habe, dass das nicht so funktioniert, wie die es erklärt haben, dass da eine andere Logik, eine höhere Logik gibt. Was ist da in mir drin, das mir das träumen ließ? Mhm. Das ist der eigentliche Schlüssel. Und jetzt pass auf, dieses, was ist da in mir drin? Weil ich jetzt festgestellt habe, ich als Udo wusste das ja vorher nicht. Das habe ich geträumt. Ja. Also muss hier was drin sein, der auch mehr was wie die ganzen Physiker da außen, was bis dahin meine Götter waren. Mhm. Weil das, was da aus mir gekommen ist, dass das den ganzen Scheißdreck widerlegt. Also muss da was in mir drin sein, das wesentlich gescheiter ist wie ich. Da gehört nicht viel dazu, aber das auch viel gescheiter ist wie die ganzen, die ich bisher als gescheit und weise angesehen habe. Ja, ja, ja. Und dann bin ich neugierig, was ist da in mir drin? Mich hat nur noch interessiert, was da in mir drin ist. Jetzt fängst du an, nach dir selbst zu suchen und dann kommt die Wiedererinnerung. Genau. Und das ist ein Spiel, das muss man alleine spielen. Ja. Da nützt dir kein Guru, keine Sekte und kein Anliegen was mit. Und dann denkst du plötzlich, dass ich dann so im Wissen, ich habe jetzt eine Geschichte, ich könnte die maximal so, das ist eine Geschichte wie ein Film wie das Rudolf-Leben. Das ist durchaus real, wenn du das lebst. So wie eben, je nachdem, wenn ich immer sage, du bist der Computer, ich mache bei meiner Mutter, die keine Ahnung hat von Computer, sag ich, du bist der Fernseher, wir haben keine Antenne, aber Videorekorder. Noch was auf dem Bildschirm auftaucht, hängt von der Videokassette ab, die du reinschiebst. Genau. Und das Leben, das du durchlebst, ist ein Film. Und wenn du den anfängst zu schauen, ich sage immer mit der Mutter, wie du den kleinen Udo jetzt ausgedacht in die Schule gebracht hast, sag ich, war das, dass ich jetzt bei dir im Altersheim bin und du im Rollstuhl sitzt, war damals schon da. Verstehst du? Ja, klar. Seite 83 war schon da, wie du auf der Seite, was weiß ich, about 20 warst. Ja, das ist ja... Meine, da brauchst du ein neues Denken. Das heißt, du musst dann bestehen, Intellekt opfern, das ist wie wenn man einen alten Computer ein höheres Betriebssystem aufspielt. Dann musst du das alte platt machen. Das alte muss platt machen, ja. Aber das lassen wir das laufen, weil das passiert ja von alleine. Ja. Es ist, was kann eine Raube machen, dass sie ein Schmetterling wird? Sie lässt es einfach passieren. Das ist immer eine Verwandlung. Diese vielen Sachen. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört, Rudolf, das habe ich da so oft schon gesagt. Du fühlst dich nicht älter. Der, der das jetzt erlebt, wenn dich anschaust, wenn du deine Kinder jetzt anschaust, das sind all die Suppenhänder mittlerweile. Was kann man sagen? Ja, mit 33. Ich werde ja morgen 33, die hat ja morgen Geburtstag. Die größere Tochter. Und ich war auch nicht gerade der Jüngste, wie ich die erste gekriegt habe. Ich war auch schon über 30. Was ist das jetzt? Das, wenn man sieht, wenn man doch selber, lass denn nicht die Zeit und. Ja, nein, ich sage eh nichts mehr. Es ist nur so, wenn ich jetzt hinfahre und die Enkelkinder sind da, ich freue mich ja auf der einen Seite, aber wie gesagt, es fällt mir halt immer wieder verdammt schwer, mich richtig zu Vor allem, man hat sowas, denk an mein Beispiel, wenn du was Wunderschönes erlebt hast.
dann wirst du nicht mehr müde davon zu erzählen, weil du willst die anderen an deiner Freude teilhaben Ja, lassen. Du ja, willst deine Freude ja. mit ihnen teilen. Ja. Aber du musst wirklich die Antenne haben, wenn das einer nicht haben will, dass man dem Ja, unhilft. nein, Da ich muss muss man es wirklich vorschreiben. akzeptieren. Das ist in Ich bin, du sag ich, ich nähere mich normalen Menschen, wie man sich einem scheuen Reh nähert, weil sonst sind die sowieso verschreckt. Ja, ich versuche es auch gar nicht mehr, weil ich weiß, das wird sowieso abgelehnt. Und da kannst du wirklich nichts machen. Aber jetzt kommt Weihnachten wieder und ich habe schon überlegt, ob ich sage, ich möchte heuer allein bleiben. Aber auf der anderen Seite, mein älterer Enkelkind, der hat jetzt wieder Ski gewünscht und ich sollte ihm das Skifahren beibringen. Bin ja auch Skilehrer. Und sage ich, freilich mache ich das gern, mich freut es ja. Aber es wird halt immer schwieriger und ich habe auch gesagt, die Eltern müssen wegbleiben, die Großeltern müssen wegbleiben, ich muss mit dem alleine bleiben, damit das funktioniert, sonst Jetzt geht das nicht. erzähl ich dir, mit der Helga ist dasselbe in Grün, bei der ist die Enkelin immer und die hat so eine Freude, die sagt, Udo, du glaubst gar nicht, wie neugierig die ist. Mit dem Enkelkind kann sie reden. Ja. Die Helga. Ja. Wie die Eltern von der Kleinen dasselbe wie bei dir. Und die Aha. Kleine ist total neugierig. Ja, und der Mann von meiner jüngeren Tochter, von der Christiane, die heißt Christiane, der ist, höre und staune, Physiker. Der möchte jetzt oder macht jetzt seinen Doktor. Ich habe dem, wo habe ich noch von Hollow Feeling noch gar nichts gewusst, vor 5 Jahren. Habe ich einmal erzählt, sage ich, was glaubst du, woher du das eigentlich hast? Weißt du, dass du das gar nicht von dir aus selber machen kannst, wenn das nicht so wäre, dass du jetzt als praktisch, er hat auch nur Volksschule gemacht und dann hat er Elektrotechnik gelernt und ist dann auch mit meiner Tochter auf die BOS gegangen, auf die Berufsoberschule, hat Abitur noch gemacht und studiert oder hat dann eben studiert Physik. Und habe ich gesagt, dir muss eins klar sein, das kann nicht aus dir kommen. Sei froh, dass du diese Gabung hast. Habe ich ihm das Buch vom Plichter geschenkt zu Weihnachten vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat, ich habe auch gar nicht mehr Ja, nachgefragt. das müsste normalerweise die Neugier, wenn du hast, das ist ja auch, pass auf, der Plichter, das ist reine, der ist natürlich jetzt viel Ego mit dabei, das ist ja auch immer Ja. wieder, wo ich sage, das ist Ja. wie beim Hammer, das spielt rein, das sind auch bloß Figuren in den Traum. Die reine Arithmetik des Plichter, da könnte der Rudolf so viele Sachen zeigen, das ist kleines Einmaleins, da ist überhaupt nichts drin, wo sich einer aufführen kann, weil das ist klassische, ich sage klassisches Rechnen, kleines Einmaleins. Was er natürlich jetzt als Chemiker macht mit dem Periodensystem, das ja nur ausgedacht ist, ist das auch eine Sackgasse. Der ist trotz allem ein Materialist. Das wäre ein Thema, wo man extra drüber reden könnte. Ich habe ja mit Mathematiker zu tun und ich habe so da meine Möglichkeiten, weil die ja dann alle hin und weg sind, weil jetzt, wenn ich einen Kopf für Internetanschluss hätte, weil ich nicht nur ausschauen muss, darum sagen wir wieder, das hast du ja auch, weil ich in dir drin bin, das Wissen hast du ja auch in dir. Du wirst es aber niemals wirklich selber zur Verfügung gestellt bekommen, sage ich immer wieder, wenn du das benutzt, um dich über andere Menschen zu erheben oder Geld damit zu verdienen. Das ist in dieser unteren Ebene, bleibt es ein Geheimnis, Rudolf. Das kommt jetzt übrigens, jetzt dann den Hitler, den Auszug, wo er das schickt, den lest du nochmal, es sind nur ein paar Zahlen, das sind nur zwei, drei Minuten, du hörst dann Kein nochmal an Problem. Ja. und da ist das alles schon mit drin. Das ist dieser Wahn, wo es geht, wo ich immer wieder sage, du wirst doch nicht glauben, ein Denker ist immer mehr wie das, was er sich ausdenkt. Wie unendlich entgeistigt du dich selbst, wenn du dir was ausdenkst und du lässt dir von dem Zweiten, das heißt von dem Satan, deinem eigenen Ego, deinem eigenen Programm einreden, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu Nichts. tun. Das ist, und da merkst du, wenn da einer abschaltet, den kannst du total vergessen. Das muss ein Lämpchen aufgehen, dass ich immer sage, solange einer sagt, nein, 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 kannst du ihn vergessen. Wenn einer aufmerksam zuhört, muss er ein paar solche Sätze sagen, stimmt eigentlich, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Udo, die zwei Gedichte, die ich jetzt gestern oder vorgestern reingestellt habe, die hast du ja auch gelesen, gell? Ja, Über freilich. Weihnachten. Und vor einem Jahr, um diese Zeit, habe ich die rausgeschrieben und habe mir gedacht, hier und jetzt war ich eben auch noch so, dass ich das einem mitteilen muss. Ich habe das unserer Zeitung gebracht und habe mir gedacht, die sollen das veröffentlichen. Die haben das auch sofort abgelehnt. Mit der Begründung, ja, sie haben jetzt keinen Platz und dies und diese, und Ausreden.
Dann bin ich nach Berchtesgaden gefahren und habe der Berchtesgadener Anzeiger das gegeben. Was ist dasselbe gewesen? Habe ich mir gedacht, toll. Die wollen das überhaupt nicht wissen. Das ist kein, Die nein, ich sind brauche keine echt so Termine. Das geistlos ist und schon lang. blind. Rudolf, ich kann immer wieder bloß sagen: Schau, wenn du den Aufwand, wenn ich jetzt mit dir raumzeitlich lädt, wenn das mein Ziel wäre, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, ausgedachterweise. Und ich sage immer wieder: Das, was ich jetzt sage, die einigermaßen über dem Berg sind, als Menschenfischer, die am Angelhaken hängen oder in mein Netz gegangen sind, das sind vielleicht 100 Menschen. Mich interessiert die Masse überhaupt nicht. Das ist Weißt du, das Tal haben verstehe lassen, breit ist der Weg der Masse in die 100%. Verderbnis. Und ob einer hier, ich sage, ein Schäfchen ist, ein Geistesfunk hat, da wirst du merken, dass, das hast du in Bleinfeld jetzt gesehen, dass das da mal sehr gemischt ist. Da sind auch Professoren dabei. Bleinfeld weiß ich nicht, habe ich nicht so aufpasst, aber im Fliegenstall, aber im Großen und Ganzen sind das ganz einfache, normale Menschen wie du und ich. Das ist auch immer so ein Widerspruch, wenn man meint, es müssen doch zuerst die Gescheiten wissen. Die kannst du doll vergessen. Das Eben ist nur das nicht. Material, weil die nur aufgeblasenes Ego sind. Das war doch damals hier und jetzt gedacht, in dieser Zeit, wo auch die Hirten. Die Zeit wiederholt sich immer wieder, muss nicht weiterreden. Das ist immer Weiß, die was ich meine. Geschichte. Ich habe Leute, wenn bei mir da sind, was die Helga weggehaut hat, ich habe zum Beispiel ihr zeigt, Plichter. Und da ist das Ende. Das sind ja zuerst einmal, der hat sein populärwissenschaftliches Buch, er weiß es, und dann hat er hier die drei Plichterbände und dann gibt es dazu nochmal einen dazu, wo er nochmal nachgeschoben hat, wo er die Quantenmechanik nochmal erklärt mit Zeichnungen, was komplexe Arithmetik ist. Und das ist dann ganz am Ende, am Schluss ist sein Weltbild, wo er dann sagt, so muss das ausschauen. Und dann hast du praktisch ein Tetraeder, wo er dann die Tetraederkugeln, das kann er, das ist schwer, das muss man sehen, also mit Formeln, wo er dann erklärt über das Riemschallsche-Achsenkreuz, was reine arithmetische Berechnungen sind. Und so muss eigentlich, so muss man sich die Welt vorstellen, die ist keine Kugel, die ist nicht heliozentrisch, das ist nochmal nachgeschoben worden, das ist nur für Arithmetiker. Und dann gehe ich hin und dann habe ich zum Beispiel die alten Schriften Faksimile, jetzt reden wir raumzeitlich, du hast nur Gedanken im Jetzt, hörst Worte und es. Faksimile, ich habe hier, das hat sich die Helene übrigens bestellt, das hat 1000 Euro gekostet, das sind die 8 Bände von Hufe, die Hufersum-Ausgabe. Und da steht dann vorne drin, das sind Faksimile, hast du in Fotokopien. Das ist also die Original, die Originale liegen in der Dombibliothek in Braunschweig, die Hufersum-Ausgabe, 8 Bände, das ist so ein Stapel. Die sind einzeln fotokopiert und dann gebunden, die Seiten, also mit fehlerhafter Prägung. Und zwar sind es sämtliche Schriften von Paracelsus, die er überhaupt geschrieben hat, die hat der Hufersum gesammelt. Und dann gehe ich in die Philosophie der Weltgeschichte hier rein. Alt, es ist ja Altdeutsch, 1531. Die alte Schrift, denken wir uns jetzt aus, es hat in der Vergangenheit nie was gegeben. Und dann schlage ich das auf, dann zeige ich der Helene das. Und da ist genau dasselbe Bild drin, bloß noch wesentlich genauer erklärt mit Holofilie. Und da kommt dann, wenn den Prediger liest, es gibt nichts Neues. Und er meint, er hat den Stein der Weisen, er hat was entdeckt, was noch keine alte Sau weiß. Es kommt immer wieder, es wiederholt sich die ganze Geschichte, weil das, was wir träumen, ist eine Märchengeschichte. Es sind symbolische Bilder. So echt, die jetzt erscheinen. Und das weißt du, das hast du in deinem Wissen. Wenn ein Mensch träumt, was er im Traum erlebt, sind ja nur symbolische Bilder. Das Unterbewusstsein oder Überbewusstsein, je nachdem, wo wir jetzt die Quelle hinsetzen, ob was in dir auftaucht oder ob dir was einfällt, können wir ja auch austauschen. Du hast es so oft gehört. Wenn man jetzt das Klassische, was ich meistens bevorzuge, dieses El Hayom, ist ja Gott das Meer, dann sage ich, es taucht was in dir auf. Wenn wir den Gott im klassischen Sinn in den Himmel hochsetzen, dann fällt uns was ein. Ich muss immer nur Richtig. wissen, von was ich reden, du. Ja. Du kannst immer, wenn du Geist bist, das grobe Dassenbeispiel, du kannst alles, was du jetzt denkst, kannst du positiv sehen oder negativ. Du kannst es rot denken oder blau denken. Das ist ja das Verrückte, wo der normale Mensch deine anerzogene einseitige Wertigkeit, diese sogenannte Bistabilität, das heißt die Einseitigkeit, dass alles, was sich widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Da wird die höhere Ebene ignoriert. Genau, es muss Das ist immer gleichzeitig da wieder. sein.
Wenn wir richtig und verkehrt als gut und böse setzen, was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen? Geboren werden oder sterben? Das eine gibt es gar nicht ohne Und das das. andere. Ja, Verstehst du? ja, Das ist ja. das Prinzip, gilt für alles. Ja. Beide zusammen gleichzeitig gedacht, macht erst einen Sinn, wenn du begreifst, dass du dazu immer eine Dimension mehr brauchst. Das zeige ich dir mit Sonnenschein und Regen. Regen. Das Ja, ist das Wetter. ja. Und du hast noch nie Wetter gesehen. Wieso hast du noch nie Wetter gesehen? Weil du Das noch in dieser unteren Ebene bist. Du kannst, wenn du an Wetter denkst, siehst du entweder Sonnenschein, Regen, Schnee, Schnee. Graupel und so weiter. Das sind Ja, sichtbare Facetten von dem Wetter. von Du hast dem noch nie Wetter. dein Wohnzimmer gesehen. Ja, genau. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Sag das einmal zu deiner Tochter. Nachher sag, jetzt Papa, jetzt darf man die aber bald in die Klapse bringen. Ja, allerdings. Nachher sagst du, zeig's mir. Deute drauf. Ja. Und egal, wo sie hindeutet, du sagst, das ist ein Stuhl, das ist ein Herd, das ist ein Fenster, das ist ein Tisch und keine Küche, das ist ein Stuhl und keine Küche. Und die meine, ja, das ist ja klar. Nein, das ist elementar wichtig, dass die Küche ein Überbegriff ist. Ich habe doch das so oft durchgespielt, wenn du die Selbstgespräche hörst. Du sumpfst da rein. Es ist immer, jetzt, wenn du ein Video zum Beispiel anschaust, da siehst du immer nur Einzelbilder. Und die ganzen Bilder gleichzeitig. Auf der DVD sind da keine Bilder und keine Farben und keine Geräusche drauf. Das ist was ganz was anderes. Und wenn du jetzt die einzelnen Bilder projizierst, die werden ja aus der DVD gar nicht rausgeholt. So wenig wie die Worte aus dem Buch rausgeholt werden, wenn du dir die Worte ausdenkst. Du selber bist das Buch. Genau. Und du haust dir kleine Strudel raus, die schon da sind, bevor du sie denkst, und die noch da sind, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du sie dir ausdenkst, sind sie trotzdem in dir drin. Und wenn du das durchschaut hast, das Leben, dann wird das ganze Leben wie ein gelesener Roman zu einem Ja. Das ist das Chatting. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ich muss noch was machen, sonst werde ich nicht fertig, Rudolf. Okay. Ich wünsche Danke. dir was. Danke. Ciao.